Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Hallo und willkommen. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Und es geht um Bürstenfilter und Trommelfilter, wenn man die hintereinander schaltet. Lieber Herr Kamera. Ja, aber das passt doch zu dir, Kamera. Liebes Konishi-Team, ich realisiere jetzt meinen Koi-Tag und als begeisterter Koi-Blog-Schauer möchte ich gern Ihren Vorschlag umsetzen, einen Bürstenfilter vor meinen Trommelfilter zu setzen. Der Teich wird in Schwerkraft betrieben. Der Trommelfilter muss mit Oberkante 14 cm über Teichniveau stehen. Ist nun ein Bürstenfilter davor, muss ich ihn dann trotzdem 14 cm über Teichniveau oder über Filterniveau aufstellen. Durch den Druckverlust ist ja der Wasserstand im Bürstenfilter eventuell niedriger als im Teich. Mein Teich hat 3 mal 5 mal 1,5, 3 Bodenabläufe, 1 Kimmerpumpen, sind 2 Oase Titanium 31.000. Würde mich sehr freuen, wenn Sie mir diese Frage beantworten könnten. Also, wenn ihr das macht, Bürstenfilter, dann Trommelfilter. Wird euer Trommelfilter hydraulisch entlastet, weil er nicht mehr so viel Dreck abkriegt, die Haltbarkeit geht hoch. Euer Wasser wird schöner, weil ihr viel mehr Biologie habt. Ihr kriegt ein schönes, riesengroßes Mikrobiom. Der Bürstenfilter davor wird als hervorragender Biofilter arbeiten. Haben wir alles getestet, gemacht, getan. Ist ein System, das ich mir sogar vorstellen könnte. Allerdings, der Bürstenfilter, da müsst ihr ganz dringend drauf achten. Du hast natürlich recht. Hier ist Teichniveau. Dann brauche ich natürlich mit deinen Bodenabläufen, Skimmer, bla bla bla, abhängig davon, wie viel Verbindungsleitung du hast, wird sich ein gewisser Druckverlust einstellen. Wenn es ausreichend viele Rohrleitungen in Relation zum Wasservolumen sind und der Filter jetzt keine 400 Meter wegsteht, dann wird es in der Regel 2-3 cm sein bei 10.000 Liter pro DN110 Verbindungsleitung. So, das ist jetzt Eingang, das ist jetzt Teichniveau und Eingang Bürstenfilter. Diesen Druckverlust können wir auch nie auf Null bringen, weil sonst würde kein Wasser fließen. So. Jetzt sagen wir, der Bürstenfilter ist 4 Meter lang. Wenn ich jetzt die Bürsten immer so hänge und unten bis zum Boden und oben dann ein bisschen drüber, dann verstopft er und dann werdet ihr in dem Bürstenfilter, werdet ihr ein Niveaugefälle haben. Weil auch nur durch den Bürstenfilter fließt das Wasser logischerweise, wenn zwischen Eingang und Ausgang ein Druckunterschied, ein Druckdelta besteht. Besteht das nicht? Also mit anderen Worten ist der Eingang und der Ausgang vom Bürstenfilter exakt auf ein 1000stel Millimeter gleich. Wird da kein Wasser durchfließen. Warum auch? Aber diesen Niveauunterschied können wir dadurch ganz gering halten, indem ihr wirklich, wenn der Bürstenfilter jetzt wegen mir einen Meter hoch ist, wenn ihr oben 15 cm und unten 15 cm als freien Durchgang habt, wo das Wasser durchfließen kann. Ihr könnt irgendwo einen Shot machen, wo das Wasser einfach mal wieder nach oben geht und dann Es spielt ja auch keine Rolle, wenn vom Kot unten und oben ein bisschen was durchgeht, weil das würde ja dann im Trommelfilter landen und dort rausgespült werden. Also hier bitte darauf achten, dass ihr wirklich oben und unten 15 cm Niveauunterschied habt, dass quasi, dass ihr oben und unten 15 cm Wasser, Oberkante zu Beginn Bürste und unten Boden zu Beginn Bürste jeweils 15 cm und durch die 30 cm kann das Wasser dann mit einem minimalen Druckverlust, kann die Wassermenge, die der Trommelfilter braucht, aufnehmen. Und ich glaube, dann ändert sich auch nicht viel an deinen 14 cm, weil dann wird wahrscheinlich der Druckverlust 1 cm sein zwischen Eingang und Ausgang. Und vor allem der Druckverlust ist relativ unabhängig vom Verschmutzungsgrad der Bürste. Das ist das Wichtigste. Genau. Aber die Bürste, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt ist es 3 Meter lang. Da hinten kackt ein Koi. Durch den Bodenablauf kommt der Kackwürfel, der ist vielleicht schwebend oder nur langsam sinkend. Jetzt kommt er in den Bürstenfilter rein und fängt oben an, da durchzufließen. Wenn das jetzt 4 Meter lang ist, dann reichen die 4 Meter in der Regel, dass er irgendwann dann absinkt, zwischen die Bürsten reingeht und aufgefangen wird. Nach dem Prinzip arbeiten in Japan auch die Bürstenfilter bei Konishi. Habe ich es verständlich erklärt? Ja, absolut. Ich frage mich bloß, braucht man diesen Trommelfilter wirklich noch? Also für die Optik vielleicht, oder? Nee, also ein funktionierender, gut aufgebauter Bürstenfilter macht das gleich geile Wasser wie jeder Trommelfilter. Ja, manchmal sogar also das noch ist schöner, auch meine Erfahrung. Die Anzugskraft von der Biologie, die auf der Bürste hängt, die ist brutal. Und die holt, und jetzt kommt's, Achtung, jetzt hau ich mal wieder einen raus. Der Trommelfilter holt euch der Makroshit raus.
Der Papierfilter von Genesis, weil er einen richtig fetten Schmutzkuchen aufbaut. Im hinteren Bereich, wo der Schmutzkuchen maximal dick ist, holt er euch auch noch Mikroschicht raus. Aber im Krustenfilter, wenn der richtig funktioniert, holt er euch Makro wie Mikroschicht raus. Wie viel Prozent, sind wir wieder prozentfrei, deiner Krustenfilterkunden sind zufrieden mit Krustenfiltern? Habe ich noch nie gefragt. Eigentlich 98%. Und die 2%, die nicht zufrieden sind, muss ich ganz ehrlich sagen, wir haben es mit einem biologischen Thema zu tun. Bei denen hat sie auf den Bürsten die falsche Biologie, irgendwas, die nicht so effizient ist. Manchmal sind es auch andere Einflüsse. Manchmal ist es Durchflussgeschichten oder Durchfluss wie, ist der zu hoch oder sonst irgendwas. So. Genau. So, aber die meisten das Wasser Leute, ist tipptopp. Das Wasser ist tipptopp. Es sieht viel organischer aus. Die Fische scheinen sich wohler zu fühlen. Also ich kann es nur noch 100.000 Mal sagen. Und es wird kein System der Welt geben, das wirklich an 100% aller Teichen funktioniert. Es gibt so immer, das gibt's nicht. Geht aber bei Autos auch nicht. Von 100.000 Autos, die ein Autohersteller ausliefert, werden auch 100 dabei sein, wo du den Schlüssel rumdrehst und du hast Zimtschloss dann in der Hand. Ja, kann immer passieren. Und das ist nicht mal ein biologisches Thema. Nein, das ist... Außer der Mörder im... vorne drin. Also, vielen Dank. Bis dann. Frage beantwortet. Tschüss. Würde ich auch sagen.